Stefan, so viel wie du rumstehst, bekommst du im nächsten Spiel eine neue Position. Du bist der zweite Pfosten. Einmeldung der Bundesregierung. Der Lockdown geht so lange weiter, bis der HSV aufgestiegen ist. Ich kann die HSV-Fans beruhigen. Er wird zum nächsten Spiel fit nach seiner Hüft-OP. Uwe Seeler. Ja, sicher, ey. Da holen die Horst Rubesch. Und ich habe erst gedacht, ja, für wen denn jetzt? Für Terodde oder für Tune? Kevin! Boah, der ist so hohl, ey. Der Umwelt zuliebe lässt er freitags immer sein Auto stehen und nimmt ein Taxi, ey. Wir sind alle verloren. Geil, dass Horst Rubesch das auch macht beim HSV, ne? Das ist so, wie wenn so ein Riesenhaus komplett angebrannt ist und du rufst den besten Feuerwehrmeister der Stadt und sagst, hier, baust du mal kurz wieder bitte auf und rettest das. Hab ich gar nicht gemacht, ey. Trainerwechsel und der HSV. Das ist mittlerweile in der Schule der Endgegner beim Auswendiglernen. Dagegen ist die Glocke von Schiller ja ein Scheißdreck, ey. Nenne die 17 Trainer des HSV in den letzten 10 Jahren. Rubesch, Thun, Hecking, Wolf, Titz, Hollerbach, Gisdol, Labbadia, Knebel, Zinnbauer, Slomka, Van Marwijk, Cardoso, Fink, Arnesen, Cardoso, Oenning. In der Breisgauer Schule wäre das eine Streichfrage. Ja, Mann, dein Arzt hat gesagt, du bist zu dick, ne? Und du wolltest doch eine zweite Meinung, oder? Ja, und hässlich wie die Nacht bist du auch noch. Das Absteigen aus einer Liga ist ja für mich wie Wiesbaden, ne? Das ist nicht so richtig meins. Mainz 05, ey, das hört sich immer so ein bisschen an, wie wenn du in der Kneipe ein großes Bier bestellst und der wird so, für wen war das? Ja, hier ist Mainz 05. Mainz im Bundesliga-Abstiegskampf, das ist ein richtiger Krimi, der wird jetzt verfilmt, ey. Criminal Mainz. Ne? Und am Sonntagabend geht's für die Mainzelmännchen erstmal nach Frankfurt, ne? Guten Abend! Ja, und später heißt es dann gute Nacht. Andi, zum Glück hast du deinen Job gekündigt, ne? Mit den Worten, macht's gut, ihr Idioten, ich mach jetzt eine Weltreise, ne? War letztes Jahr im Februar, hat super geklappt. Schröder, neuer Sportvorstand bei Schalke 04. Also Ruven, nicht Atze. Ich hätte ja Atze Schröder genommen, ey. Der weiß jedenfalls, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Und um auf jeden Fall der neue HSV zu werden, kauft Schalke jetzt auch noch die Spieler. Ne? Der Terodde wird Schalke in der zweiten Liga auf jeden Fall auf Platz 4 ballern. Ferdinand, ich kauf dir gleich ein Fernglas, ne? Ja, und dann sehen wir weiter. Ja, und am Sonntag, da fahren wieder zig Frauen mit dem Bollerwagen durch die Gegend und lassen sich volllaufen, ne? Muttertag. Mein Andi hat seiner Mutter letztes Jahr einen Gutschein zum Muttertag geschenkt. Einmal Geschirr länger in der Küche stehen lassen, ey. Die haben bis heute keinen Kontakt. Andi, gehst nächste Woche wieder wandern, ne? Schön auf 2000 Meter. Der war da letzte Woche und hatte einen Höhenrausch. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Kneipe gibt. Ja, und am Muttertag muss die Mama mal ausnahmsweise keine dreckige Wäsche waschen, ne? Das macht schon die Führungsetage des DFB. Ja, da geht es aber nicht um Grasflecken und dreckige T-Shirts. Nee, deren Schmutzkampagne, ne, dient zum Saubermachen in der Führungsetage. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat auf einer Kunstauktion ein Bild ersteigert. Der Drang nach Freiheit. Das war das Schild zum Notausgang.